Die Karibik ist ein geologisches Pulverfass. In der Region treffen mehrere Erdplatten aufeinander. Am östlichen Rand schieben sich mit etwa 2 Zentimetern pro Jahr Teile der nord- und der südamerikanischen Platte unter die karibische. Im Bereich dieser Subduktionszone entstanden die Vulkaninseln der Kleinen Antillen. Noch heute sind 16 Vulkane über einen langen Zeitraum immer wieder aktiv.